Die Let's Dance Jury strotzt nur so vor Temperament. Angefangen bei der Südafrikanerin Mozi Mabuse über den Kubaner Jorge González bis hin zum Deutschspanier Joachim Jambi. Die Stars der RTL-Tanzshow haben Rhythmus im Blut, und genau das möchte Let's Dance-Juror Joachim Jambi offenbar auf keinen Fall zu kurz kommen lassen. Im Fernsehen verrät der 57-Jährige nun, wieso er seine spanische Staatsbürgerschaft niemals gegen einen deutschen Pass eintauschen wird. Let's Dance-Star Joachim Jambi, sein Pass erinnert ihn an seinen verstorbenen Vater, der Grund dafür sei sein bereits verstorbener Vater, wie Joachim Jambi in der Talkrunde Riverboat erklärt, der Pass ist für mich eine Reminiszenz an meinen spanischen Vater und ich bin sehr stolz auf meinen spanischen Pass. Der Let's Dance-Star verlor seinen Papa bereits im Alter von 19 Jahren, wie er 2019 im Bunte-Interview offenbart hat. Als Joachim Jambi 11 Jahre alt war, erkrankte sein Vater an einem Hirntumor. Die spanische Sprache lernte er fortan nur noch durch seine Cousins, da seine Mutter ausschließlich Deutsch mit ihm sprach. Das ist Let's Dance. Let's Dance ist eine Live-Tanzshow bei RTL. Die erste Staffel von Let's Dance startete im Jahr 2006. Mittlerweile gibt es bereits 14 Staffeln. Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Show Strictly Come Dancing. Die Show wird in Köln aufgenommen. Im Jahr 2021 gewann Rurik Kislason, Ex-Fußballprofi, mit der Profitänzerin Renata Losin, Let's Dance, traurige Worte von Jambi, sehr starke Bindung zu meinem Vater. In der MDR-Talkrunde erzählt Joachim Jambi jetzt, dass er die spanische Staatsbürgerschaft seit seiner Geburt trägt und sich immer wieder bewusst gegen die deutsche entschieden hat. Ich hatte immer eine sehr starke Bindung zu meinem Vater, auch zur spanischen Seite, beteuert der 57-Jährige dabei. Dennoch stellt Joachim Jambi im Gespräch klar, aber im Grunde bin ich mehr Deutscher als Spanier. Schließlich ist der Turniertänzer rund 20 Jahre lang in Duisburg aufgewachsen. Ende der 80er Jahre hat es Jambi schließlich noch nach Düsseldorf und Frankfurt am Main verschlagen. Ja.